stören. Nein, nein. Ich bin nur der Anwerber. Sie werden den ganzen Spaß haben. Die nicht detonierte Atombombe, die dieser Stadt ihren Namen gab, kann immer noch hochgehen. Man muss ihr nur einen kleinen Schubs geben. Ich habe eine Fusionsimpulsladung. Wenn sie an der Bombe angebracht ist, können Sie sie von einem sicheren Ort aus hochjagen. Leichtes Geld für Sie. Ne, Katsumi? Was hältst denn du von dem Vogel? Ja, immer Tassen, hat nichts mal alle Tassen im Schrank. Ne, Katsumi? Ach, jetzt sitzt mir die Katze wieder im Genick. Jetzt muss ich die erst mal wieder... Warte mal. Nicht aufregen, nicht beschweren bei mir. Ach, das ist wirklich der... toll, wenn sie mir im Genick sitzt. Hinten auf der Lehne. Noch 500 Kronenkorken mehr und wir haben einen Deal. Schwarze Witwe, ich habe einen eigenen Vorschlag. Sims will, dass ich die Bombe entschärfe. Megaton steht unter meinem Schutz und jetzt gehen Sie, Mr. Burke. Ich mag's, Megaton wird in Flammen aufgehen. Sie ticken ja nicht richtig, Mr. Burke. Und ich soll Ihnen auch noch helfen. Hier kommt meine schwarze Witwe zum Einsatz. Ich habe einen eigenen Vorschlag. Möchten Sie ihn hören, Mr. Burke? Sie haben mein Interesse geweckt. Fahren Sie fort. Hm? Weißt du, ich liebe hier, Liebling, und du wirst mir doch nichts antun wollen. Burke, Sie Esel, Sie zahlen mir schön 500 Kronkorken extra. Nee. Naja, ich meine, natürlich nicht. Ich muss zugeben, ich habe noch nie eine Frau wie Sie getroffen. Das ändert natürlich alles. Hm? Ich weiß nicht, was ich Tenpenny erzählen werde. Ich überlege mir was. Sie warten hier. Ich muss mich um eine wichtige Angelegenheit kümmern. Aber Sie müssen nicht lange warten. Ich werde bald jemanden vorbeischicken. Natürlich. Pass auf, ist glatt auf meiner Schleimspur. Ja. Colin. Hallo. Hallo, meine Dame. Mal gucken, wie viel Uhr wir haben. 8.50 Uhr. Das heißt, wir haben jetzt 20.50 Uhr. Aber sehr schön ist es hier. Ich ganz, ach, das ist... Der Mond ist aufgegangen. Sehr schön. Also gefällt mir. Das Level-Design ist wirklich sehr schön. Der Himmel ist auch... Naja, ein bisschen zu viel Sterne. Aber da oben kreisen die Adler. Da unten... Da ist die Herrentoilette. Da ist eben, Moira ist eh nicht da. Billy, kann ich mit dir über etwas reden? Für dich tue ich doch alles. Und was soll damit geschehen? Was willst du denn? Ui. Was, wo, wie, wer? Wer ist da jetzt gerade? Wer war das? Das war Mackie, glaube ich. Ne? Hm. Hallo, kleine Maggie. Billy sagt, dass ich nicht mit Ihnen reden soll. Ja. Dann gehen wir jetzt mal nach Arifu. Willkommen. Mutter Maya? Mutter Maya? Hallo, mein Kind, hallo. Ich glaube, wir kennen uns noch nicht. Ich bin Mutter Maya, Prophetin des Atoms und Umarmerin des allgegenwärtigen Lichts. Ihr müsst alle einen Schatten haben. Denken Sie daran, als Kinder des Atoms erschaffen wir selber ein neues Universum. Willkommen in Megaton. Möge der Friede mit Ihnen sein. Erzählen Sie mir von der Kirche. Dazu sollten Sie meinen Ehemann befragen, Beichtvater Cromwell. Hat dir eigentlich schon mal jemand gesagt, dass du bald Witwe bist? Nein, ne? Was gibt's Neues in der Stadt? Ich mag keine Gerüchte, aber ein bisschen was weiß ich schon. Haben Sie beispielsweise gehört, dass Lucas jemanden zum Entschärfen der Bombe sucht? Siste. Was für eine Gotteslästerung. Ich kann es nicht glauben. Ich meine, ich glaube es einfach nicht. Das würde er uns niemals antun.
Ich wusste doch, dass ich was vergessen habe. Atoms Licht möge sie leiten. Bleib mal kurz da stehen. Ich bin gleich wieder da. Mir ging es schon mal besser. Die Bombe scheint inaktiv zu sein, aber genauere Untersuchungen zeigen, dass sie noch funktionstüchtig und daher weiterhin sehr gefährlich ist. Sie ist gefährlich. Mit der richtigen Ausrüstung wäre es ein leichtes, sie detonationsbereit zu machen. Sie zu entschärfen würde aber einen hochqualifizierten Sprengstoffexperten erfordern. Das bin ich. Wir könnten jetzt nichts tun, Entschärfung der Bombe versuchen oder die Bombe detonationsbereit machen. Nein, wir versuchen sie mal zu entschärfen. Glückwunsch, Sie haben die Bombe erfolgreich entschärft. Mein Kind, jetzt ist nicht die Zeit zum Reden, aber Sie sollten mit uns beten. Schließen Sie einfach die Augen. Mein Kind, jetzt ist nicht die Zeit zum Reden. Ja, mal gucken, was er dazu sagt. Es ist schön, Sie wiederzusehen. Denken Sie daran, die Kirche der Kinder des Atoms ist immer für Sie da. Die Erlösung ist möglich. Nee, die Erlösung ist gerade eben von mir abgeschaltet worden. Möge die Strahlung Sie beglücken. Alles klar, Vogelkomischer. Lotzen Sie nicht so. Ich weiß, dass ich Sie noch nie in Megaton gesehen habe. Lassen Sie mich raten. Nur auf der Durchreise, oder? Wir versuchen ja ständig, Leute sich niederzulassen. Egal. Wenn Sie Hunger haben, sind Sie hier genau richtig. Was darf sein? Die Speisekarte. Hey, ich sage ja nicht, dass alles frisch ist. Aber es hält Sie am Leben. In manchen Ländern nennt man das auch gut abgehangen. In Bayern nennt man es Gammelfleisch. Nee, das verkaufe ich dir nicht. Die Pistole kannst du haben, die 24 Schuss dazu kannst du haben. Die Munition. Elektrischen Leiter habe ich dabei. Eine Brille, ein Baseballschläger, den brauche ich eh nicht mehr. Das hier, Cocktail der Papa, lesen wir gleich noch. 1, 2, 3, 4. Mal gucken, ob sie auch Stimbags hat. Oh, Nuka-Cola hat sie auch dabei. Dann kriegst du noch ein Luftgewehr. Mit X kann ich nicht gebrauchen. Den Bullenknüppel. Radkakerlackenfleisch habe ich noch. Springmesser. Tunnelschlangen-Outfit kriegst du nicht von mir. Dann haben wir noch den Service-Outfit. Sicherheitsdingsbums. Laborkittel. Nee. Wodka. 1, 2, 3. Von der alten aus dem Ding. Ja. Das haben wir der Alten abgenommen. Das Business-Kleid. Das muss ich nachher nur anschauen. Müsste aber genauso sein wie in New Vegas. Ne, das verkaufe ich nicht. Warum ich die jetzt dreimal habe? Naja, ist wieder so ein Fehler vom Spiel. Okay, werde ich mal akzeptieren. Hat sie noch 57? Ich komme später nochmal zu dir. Ne? Viel Spaß! Wenn ich wieder was habe, komme ich zu dir. Ich bin hier, nur für den Fall. Sicher. Und dann nehme ich dir die letzten Kröten auch noch ab. Wir können jetzt leider nicht... Warte mal, Moment. Nein, wo ist denn eigentlich mein Sheriff? Wo ist denn mein Sheriffchen? Das ist er nicht. Da oben ist er auch nicht. Wo ist denn der Vogel? Der wohnt auf jeden Fall da drüben. Da wohnt er. Also quasi hier, dahinter, irgendwo. Das ist er auch nicht. Das ist er nicht. Sag mal, wo ist denn der Sheriff abgeblieben? Das ist er nicht, wenn ich mich jetzt... Das ist Manja. Guten Abend. Schleich dich nicht so an mich ran, ey. Ich hätte beinahe ein Herzinfarkt gekriegt. Manja? Sag ich ja. Ey, ich möchte mal die Bude haben. Da kommt der Sheriff. Ich soll verdammt sein. Sie haben es geschafft, oder? Sie haben das Ding entschärft. Und okay. Das alles ohne eine Bezahlung zu wollen. Ziehen Sie doch hierher. Hier sind Schlüssel und Unterlagen zu einem leeren Haus. Willkommen in Megaton. Ach, und reden Sie mit Moira beim Craterside-Lagerraum. Sie hat jede Menge Dinge, mit denen Sie das Haus etwas rausputzen können. Ich muss jetzt los. Ups.
Okay, dann mache ich mal Dietrich ein bisschen höher. Sagen wir mal 25 Dietrich. Wir brauchen es sowieso. Kleine Waffen mache ich auf 40. Dann haben wir noch einen übrig. Mache ich Sprache. Wissenschaft wäre natürlich auch nicht schlecht, aber Sprache brauchen wir auch. Weiter. Und dann nehme ich Waffenfreak. Da kriege ich 5 Punkte auf die Fertigkeit kleine Waffen und reparieren. Intensives Training. Oder Elektra, Wissenschaft und Medizin. Dann 5 Punkte auf Nahkampf und Sprengstoff. Nee, brauche ich nicht. Dieb wäre Schleichen und Dietrich. Mache ich Waffenfreak. Die richtig interessanten Perks kommen eh noch. Und jetzt gehen wir erstmal in meine Hütte. Ich würde gerne mal sehen, wie das aussieht. Oh, guck schau. Also gut, lass mal am Leben. Geh mal aus dem Weg. Schön, Sie kennenzulernen. Ich bin Ihr neuer Robo-Butler. Da scheiße ich ehrlich gesagt drauf. Ganz mal ganz ehrlich gesagt, ich drauf. Das Tunnelschlangen-Outfit nehme ich mal darüber. Die Uniform dummer rüber, den Laborkittel durch rüber, das schmutzige Businesskleid nehme ich mit. Ja, wir brauchen ja noch was zum Anziehen für zwischendurch. Dann nehmen wir noch. Oh, Zuckerbomben. Zuckerbombe. Zurück mit dir. Dann die Nuka-Cola dummer rüber. Die Haarklammern behalte ich natürlich. Stimpaks. 18 Stück. Grognack der Baba. Haben wir noch irgendwas? Nee, ne? Das war's schon. Hey. So. Ach ja, genau. Wir wollten ja noch... Hilfe! Nahkampf um 1. Na toll. Ah ja, Stimpaks wollte ich ja noch legen. Und zwar auf die 8. Klamottenmäßig wollte ich noch was machen. Businesskleid. Lege ich mal auf die 3. Waffenmäßig haben wir ja nur die HK Sniper 1000. Munition haben wir auch nur die Munition hier. Oh, Entschuldigung, ich wollte ja noch was lesen. F3. Nee, Aufgabe, Notizen, natürlich. Unser Eigentumsurkunde für unser Haus. Megaton, Standardunterkunft. Flugblatt der Megaton-Sekte, verlorene Kinder des Ödlands, frohlocket. Meine Kinder, Atom gewährt euch die Chance auf Erlösung. Ihr Vogel hier oben, ey, oder was? Brief von Voltec, werter sicherheitsbewusster Bürger, mit diesem Schreiben müssen wir Sie leider informieren, dass Ihre Familie nicht für die Aufnahme in einem gewählten Voltec-Werk ausgewählt wurde. Ihre Anzahlung wurde einbehalten und Ihr Antrag auf eine Warteliste für den gewünschten Volt gesetzt. Im Interesse der Sicherheit Ihrer Familie für den Fall eines geringfügigen atomaren Vorfalls sollten Sie einen Umzug in eines der folgenden Gebiete in Erwägung ziehen, in denen Voltec-Werke ohne Wartelisten zur Verfügung stehen. Eine vollständige Liste von Voltec-Werken mit verfügbaren Unterkünften in ansprechenden Gebieten wie Oklahoma und dem neu annektierten Kanada erhalten Sie von Ihrem zuständigen Voltec-Vertreter vor Ort. Voltec wünscht Ihnen und Ihrer Familie viel Glück für eine ungewisse Zukunft. Mit freundlichem Gruß, Voltec PR-Abteilung in Washington DC. Mehr haben wir nicht drin, okay. Aufgaben, Blutsverwandtschaft, nehmen wir mal. Wunderbar.
Und dann, ach, jetzt bin ich schon wieder rausgegangen. Ich wollte doch eigentlich auf die Landkarte und wollte mal zur Vault 101 reisen. Was ist denn los? Ich hink doch nicht etwa? Der Zeit hinten nach? Oh, da geht's lang. Hab ich dem Hund den Arsch geschossen? Eigentlich tue ich's ja nicht, aber... bei so einem bissigen Köter... tut mir leid. Ich bin ja tierlieb. Eigentlich und rein theoretisch, aber naja. Wir können erst später Tierfreund wählen, also den Park Tierfreund können wir erst später wählen. Dann helfen uns nämlich auch die Tiere. Aber bis dahin müssen wir noch ein bisschen spielen, ein bisschen was verdienen. Naja. Ich hätte mir den Park ja schon von Anfang an gewünscht. Aber naja, es geht halt nicht anders. Eine Scheune. Eine Scheune. Guck, schau hier, eine Scheune. Wer denn der Vogel jetzt? Keine Bewegung, Süße. Gib mir alles, was du bei dir hast. Jetzt. Ihr Vogel oder was? Was sagst du dazu? Ich gebe dir 5 Kronkorken und du lässt mich dafür in Ruhe. Hau ab oder deine Drohungen werden dir noch leid tun. Gut, ich habe den ganzen Tag noch niemanden umgelegt, also los. Ich kann ihnen nicht mal meine Sachen geben. Ich kann ihnen nicht mal alle meine Sachen geben, so leid es mir tut. Mel. Dass der jetzt schon kommt? Nee, es tut mir leid. Ach Mann, jetzt muss ich sie umbringen. Mit dem Verdammt, Ding? Verdammt, jetzt habe ich keine Kugeln mehr. Ich dachte, ich hätte was gehört. Wo? Das war noch nicht alles, da kommt noch mehr. Junge, überlegst du das lieber noch einmal. Überleg dir das. Überlegst dir, ich will dich nicht umlegen. Komm, hör auf. Überlegst dir. Es wird wirklich weh, ich schwör dir. Du überlebst das nicht, mein Freund. Hör auf damit, lass es.